Jo, und damit geht's weiter bei Book of Unwritten Tales. Ich habe letztes Mal mich entschieden, diesen kleinen Gnom hier daran zu stellen. Und wir haben herausgefunden, stopp, dass die Elfe jetzt diese Steinringe viel einfacher anordnen kann. Und ich komme langsam mit einigermaßen mit der Übersetzung klar. Das hier soll das sein. Dann wird das die Muschel sein. Die Schnecke haben oder Schlange haben wir hier. Und dieses Symbol soll wahrscheinlich dieses Symbol sein. Sehr Klang so, schön. als hätte sich wieder etwas getan. Dann brauchen wir jetzt nur noch das erste wieder einstellen. Fahren. Soll das sein, glaube ich. Das hat so nichts damit zu tun. Der Stern ist wenigstens ein eindeutiges Muster. Die Kombination ist richtig. Da scheint nur irgendetwas anderes noch nicht zu stimmen. Das ist nicht weiter schlimm. Wir können ja sagen, wir gehen hier erstmal mit ihm. Das Rad drehen. Okay. Wenn das Rad nichts Besseres macht, als das Ding zu schließen, dann müssen wir wohl mit Silber runter. Okay. Ach ja, erstmal durch die Tür. Der Gang ist fast so klein wie die Luke drüben bei der Leiter. Nur kann man hier nicht einmal sehen, wohin er führt. Nein, nein. Ah. Egal. Wir wissen ja, wie wir wieder hochkommen. Ich kann so etwas wie einen Schalter sehen. Na, dann drück mal. Ui. Eine neue Falle? Ich kann nicht schwimmen. Wurzeln hängen ziemlich tief, aber immer noch zu. Das ist nett. Captain Nate? Danke. Jetzt können wir auch mit der Plattform spielen. Nein, nein, nein. Bleibt da ruhig drauf. Okay, Nate, du bist nutzlos. Ach Gott, bin ich freundlich. Hier bin ich also. Ist da noch ein Kristall? Ja. Ausgezeichnet. Gut gemacht. Bitte wirf ihn nicht. Gut, aber hier ist jetzt wirklich nicht mehr. Was ist mit dem
Dem Rad. Was soll das Rad? Das ist die große Frage. Ach ja, nein, halt. Ja, kannst wieder runter. Mein Fehler. Wilbur, ich nehme mal an, du darfst jetzt einfach wieder deine Position als Platzhalter nehmen. Mit Ivo. Der Kristall schimmert und funkelt ein wenig. Genau das gleiche wie drüben. Ja. Gut, dass der Erzmagier uns nur mit zwei Freunden loslassen wollte. Als hätte er gewusst, dass es hier sowas gibt. Jetzt weiß ich auch, was es hier gibt. Beziehungsweise was falsch war. Die Tür zu schließen hat sicher wieder was mit der Säule zu tun, weil mit der Säule konnten wir schon mal eine Tür öffnen. Aus den 1000 Kombinationen zu verschieben. Nass. Who cares? Tot. Na, was sagt Dr. Nate? Hat keinen Sinn. Solange das Wasser da drin ist, kann ich die Tür unten nicht öffnen. Musst du auch nicht. Ich wollte nur wissen, was du dazu sagst. Die Luke können nur Menschen in Gnomengröße benutzen. Oder Gnome. Ja. Die Luke... Schacht da oben enger. Komme ich nicht durch. Wie traurig. Hier ist die Arbeit, dann das Vergnügen. Hier ist die Arbeit. Wenn du meinst. Bis jetzt war sie ja relativ zickig. Besonders dir gegenüber. Unfreundlicher Kerl. Ich vermute einfach, dass sie die besten Reflexe hat und wenn irgendwelche Fallen damit ausgelöst werden, hätte sie die besten Überlebenschancen, wenn sie direkt vor der Falle steht. Ah, endlich geht es weiter. Das Tor bleibt nur so lange offen, wie alle drei Kristalle berührt werden. Das heißt, nur derjenige, der an dem Tor steht, kann es passieren. Und wer soll gehen? Das ist die Frage. Ich bin so klein, dass ich überall durchkriechen kann. Und Captain Nate ist stark. Und Ivo ist sexy. Wie sollte uns das helfen? Keine Ahnung. Ich wollte es nur erwähnt haben. Soll ich wirklich weitergehen? Ja, klar. Ich würde einen Weg finden, das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Bis später. Viel Glück. Also los. Je früher ich den anderen einen Weg hier rein öffne, desto früher können wir das Artefakt bergen und die Insel verlassen.
Wie es scheint, ist einiges an Technik nötig, um diesen kleinen Zaubertrick mit den Kristallen durchzuziehen. Jetzt muss ich die Technik für mich nutzen, damit sie mir das Tor öffnet. Wie es scheint, ist jetzt muss ich... Okay. Wilbur und Nate hätten dazu sicher auch jede Menge zu sagen. Ich habe vor kurzem gespeichert in dem Tempel. Ich weiß nicht, wer oder was das Paddel durchgebrochen hat, denn eigentlich sieht es ziemlich stabil aus. Die riesigen Scheren an der Wand sind äußerst beruhigend. Die Eisenstange ist in den Steinen verteilt und sie sieht nicht gerade leicht aus. Nee. Schwere Eisenstangen sind nicht gerade die Waffen einer Lady. Vielleicht gibt es versteckte Zugänge zum Meer und dieses Boot wurde bei einem Sturm hier hereingespült. Oder der arme Kerl ist als Schatzsucher hierher gekommen und bleibt nun als atmosphärische Deko. Ja, eins von beiden. Was immer hinter dem Steintor liegt, dürfte mir weiterhelfen. Es sieht so aus, als würde der Mechanismus der Eingangstür von dort aus gesteuert. Das Tor wird sich nicht einfach aufschieben lassen. Okay, ich vermute, mit Nate hätte man sich die Eisenstange genommen und es aufgeschoben. Ein Lichtschacht. Oder vielleicht dient die Öffnung auch der Entlüftung. Sie führt auf jeden Fall hinter das Tor. Da wäre Wilbur nicht alleine hochgekommen. Meine leichteste Übung. Jo. Wie wäre es damit? Auch gut. Wilbur wäre da nicht so leicht reingekommen, weil die Tür ihm zu hoch wäre. Einige kleine Steinchen, blank und rund gewaschen von der Strömung. Statue. Man fragt sich, ob die Figur schon immer da war und man deswegen den Tempel gebaut hat oder ob sie nachträglich als monströses Prunkstück in den Fels geschlagen wurde. Oder ob es überhaupt eine Statue ist. Diese Vertiefungen an den Zangen sehen genauso aus wie die Kristallhalterungen drüben im anderen Raum. Auf dem Sockel steht eine Schale gefüllt mit... sieht aus wie Kompost. Das war also mal eine Opfergabenschale für den Krebs. Ich schätze, das waren mal Opfergaben oder etwas in der Art. Aber alles Essbare ist längst verrottet. Aber hier... da glänzt etwas. Kristall? Oder... eine Dose Ölsardinen hat die Zeit überstanden. Und was ist das? Eine Steinscheibe. Mehr Brauchbares ist nicht drin, glaube ich. Und selbst etwas opfern will ich auch nicht. Sehr gut. Auch wenn ich die Kristalle hier einsetze, könnte ich sie allein nicht beide gleichzeitig berühren. Die Zangen liegen zu weit voneinander entfernt. Ich wette, hinter dem Maul dieser steingewordenen Monstrosität befindet sich die Schatzkammer mit dem Artefakt des Schicksals. Irgendwo dort muss das Artefakt verborgen sein. Ich kann seine Nähe geradezu spüren. Es ruft mich, aber ich wünschte, es wäre niemals in diese Welt gekommen. Dramatisch. Ich wette, hinter dem Maul dieser... ja. Schale, Halterung... hier vorne geht's nicht weiter. Eine Steinscheibe mit seltsamen Symbolen könnte wieder ein Teil von irgendeinem verrückten Mechanismus sein. Ja, immer diese Elfen. Eine ziemlich alte Dose Ölsardinen. Ich glaube kaum, dass man sie noch essen kann. Oder will. Will man sowieso nicht. Eine ziemlich... einige kleine Steinchen, blank und rund gewaschen von der Strömung. Gefällt mir.
Ich frage mich, was immer all diese Maschinen, Zahnräder, Knöpfe und Hebel in untergegangenen Tempeln zu suchen haben. Ich meine, normale Tempel haben diesen Kram doch auch nicht. Immer nur untergegangene. Da hat sie recht. Das wundert man sich öfters, wenn man Tempelanlagen durchsucht. Wobei viele erklären das ja mit, damals war es eine viel schlimmere, grausamere Zeit und es waren mächtige Artefakte drin, die beschützt werden mussten. Aha, eine Steinscheibe. Das ist ja in heutigen Tempeln auch nicht mehr. Die Maschinen sind tot. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie nach all den Jahren noch funktionieren würden. Die Maschinen sind... Okay, damit können wir also noch was machen. Ein abgerundeter Zylinder mit Steindeckeln und einer kleinen Luke. Überraschend also schwer. Bis jetzt funktioniert hier eigentlich alles ziemlich gut. Von daher gehe ich mal. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Die untere Scheibe ist größer als die darüber. Es sieht aus, als würden Scheiben fehlen. Auf den beiden Scheiben sind Symbole eingeritzt. Vermutlich göttliche Zeichen, die von den Gläubigen bewundert und verehrt werden. Was steht auf dem Schild? Gnome-Tech Tempelkontrollsystem 1000. Das erklärt einiges. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Die untere Scheibe ist größer als die darüber. Es sieht aus, als würden Scheiben fehlen. Auf den beiden Scheiben sind Symbole eingeritzt. Vermutlich göttliche Zeichen, die von den... Keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung, was das... Betrachte die Vorrichtung. Okay. Wir haben zwei Steinscheiben. Passt perfekt. In Ordnung. Die Scheiben sind nun genauso hoch wie der Schaft in der Mitte. Dann drücken wir mal den Knopf. Nichts. Vermutlich muss die Maschine laufen, damit sich etwas tut. Also schön. Was haben wir hier? Ich kann mit den Symbolen nicht viel anfangen. Es sind dieselben, die hier überall zu finden sind. Vielleicht eine Art Hieroglyphenschrift. Von mir aus. Der Schaft lässt sich hineindrücken. Die Maschine scheint mit dieser Kombination nichts anfangen zu können. Ah, okay. Oh je. Jetzt ist sowieso durch. Wir haben ein richtiges Zeichen an der falschen Stelle, ein richtiges Zeichen am richtigen Ort. Und da ich nur die beiden hier unten verändert habe, kann ich davon ausgehen, dass das jetzt richtig ist. Und das war, und eins der anderen passt so nicht. Ich drehe mal das unterste durch. Okay. Das könnte wahrscheinlich sein. Nein. Das darf es nicht sein. Gut. Jetzt müssen wir vermutlich hier unten den Stern einstellen und da oben dieses Fussel. Die Maschine funktioniert tatsächlich noch. Aber was diese Maschine tut, sehen wir uns dann erst im nächsten Part an. Ich würde mal soweit sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.